mal im Timing, ja, wie oft habt ihr das schon gehört, entweder vom Keyboarder oder vom Schlagzeuger? Und jetzt mache ich wirklich ein ganz großes Fass auf. Ja. Heute geht es in Ollis Spielwiese um das größte Thema der Musikgeschichte, um das fucking Timing. Ja. Und es gibt nichts, was wirklich, was mich so sehr beschäftigt und auch vor allen Dingen in der Vermittlung von Musik, also gerade wenn ich auch ein bisschen Unterricht gebe manchmal, wie es da im Argen liegt, was das Timing angeht, ja, oder beziehungsweise wie man da auch herangehen kann, das irgendwie zu erklären und so weiter. Und das ist wirklich, nichts ist so wichtig und es gibt wirklich so viele geile Sprüche, die ich mir gemerkt habe. Schlechtes Timing zerstört die Musik, ja, hat mal die Bassistin von Prince gesagt. Natürlich zerstört schlechtes Timing die Musik. Timing ist die Grundlage von allem, ja, und ich kämpfe so sehr mit mir an einem guten Timing, ja, beziehungsweise einer guten Performance, die einem Timing folgt, wie nichts anderes. Ja. Es ist mir das Allerwichtigste und es ist auch letzten Endes das Allerwichtigste. Sehr guter Freund von mir hat mal gesagt, Timing ist das ganze Geschäft. Timing ist das ganze Geschäft. Timing ist das ganze Geschäft. Es geht nur um Timing. Ja. Es ist einfach die Sucht nach diesem Puls und die Sucht, sich in diesem Puls wohlzufühlen. Es hat so was Meditatives. Ja. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Menschen die einzigen Lebewesen sind, die ein stetiges Timing entwickeln können. Ja, ich dachte ja immer, das könnten auch die Affen oder Menschenaffen, könnte man ja sich vorstellen, dass da auch so eine rhythmische Fähigkeit, aber scheint nicht so zu sein. Ihr könnt ja gerne mal das Video schreiben, ob die Affen das auch können. Also, aber es scheint wirklich eine menschliche Eigenschaft zu sein. Und man fängt dann immer an zu überlegen, ja, ist es der Herzschlag, der uns dahin gebracht hat? Oder ist es, was ist denn überhaupt die Grundlage dieser Sucht danach? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass mich Gitarristen immer begeistern, die ein geiles Timing haben. Ja? Und was ist ein geiles Timing? Ein geiles Timing ist die Fähigkeit, innerhalb dieses eigenen Pulses, ja, ich habe jetzt mal hier mein, ja, so, drei, vier. Und das, wo sich eigentlich dieser Kopf immer bewegt, ja, in meiner Welt zumindest, das sind die Viertel, ne, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, so, das ist in der Regel das, wo die Bassdrum und die Snare kommen, ne, batsch, da, du, ga, ne, also 1, 2, 3, 4, so, die nächste Unterteilung, die ich mache oder die im Grunde jeder Musiker macht, sind dann die Achten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ihr seht schon, das Ganze geht im Grunde um die Einteilung in Raster, beziehungsweise auch in Betonungen innerhalb eines Rasters. Ja? Und da beginnt schon die Katastrophe. Ja? Dass man im Grunde müsst ihr absolut alles, was ihr auf der Gitarre tut, ja, in euren eigenen Puls integrieren, ja, oder beziehungsweise mit eurem eigenen Puls unterlegen. Ja. Und das ist gerade bei der Gitarre gar nicht so einfach, finde ich, weil man andauernd zu kämpfen hat mit irgendwelchen Notengruppen, ja, oder mit irgendwelchen Seitenwechseln. Ja. Ihr wisst ja aus meinen vorangegangenen Spielewiese-Videos, dass ich gerne auch über Leitern spreche, die dann zum Beispiel auf 3 Noten pro Seite sich organisieren. Ja. Ja. Und das bedeutet ja, wenn ich jetzt in meinem Timing bin, ja, und spiele, ja, dass ich in dem Moment völlig andere Noten im Timing betone, als ich geometrisch auf der Gitarre sagen würde. Ja, soll heißen, wenn ich hier,
Ja? Und ihr habt jetzt in meinem Spiel schon gemerkt, dass ich bestimmte Noten akzentuiere. Und zwar die Noten, die in meinem oder die auf meinem Puls liegen. Ja, also ja? Nun gibt es wirklich nichts Langweiligeres als eine Leiter, die rauf und runter gespielt wird. Insofern ist natürlich das an dieser Stelle nur ein Beispiel, um zu zeigen, wie wichtig dieser Puls ist, und zwar in allen möglichen Notenkombinationen, die ihr euch auf der Gitarre vorstellen könnt. Ja? Und ich meine, in Olli Spielwiese geht es um, oder soll es um die Fragen gehen, ich meine, mich hat ja fast niemand gefragt, außer so ein paar von euch hier, Olli, wie denkst du dir das denn? Ich meine, es gibt so viele Gitarrenvideos, und ich sage ja auch in jeder Folge, ich muss das eigentlich gar nicht machen, und trotzdem juckt es mich so ein bisschen, manche Sachen mitzuteilen, die mir wichtig sind oder auf deren Problematik ich vielleicht so ein paar Ideen habe oder wo ich auch selber scheitere, ja, auch selber rausfalle aus dem Timing zum Beispiel oder aus irgendwelchen Navigationssystemen auf der Gitarre und so weiter. Und zum Musikmachen gehören natürlich mehrere Dinge, die dann irgendwie zusammenkommen. Ja? Ich unterteile das immer gerne in die drei T's. Ja? Ich weiß gar nicht, ob das jemand schon mal gemacht hat, aber bei mir geht es um Timing, Tone und Taste. Ja? Und Tone, ja, ist alles, was ihr mit Vibrato oder mit Anschlag erledigen könnt, was einen Ton angenehm klingen lässt. Damit ist noch keine Musik gemacht, damit ist nur ein Ton gespielt. Ja? Was das Timing angeht, ja, muss natürlich alles, was ihr tut, ja, muss diesem Puls folgen. Ihr dürft den Puls niemals verlieren. Und natürlich, was dann halt Taste angeht, ist natürlich die Auswahl der Noten über den jeweiligen Akkord, beziehungsweise auch die Phrasierung oder das, was vor der eigenen Instanz, wenn man Gitarre spielt, besteht. Ja. Und da beginnt wirklich dieser endlose Graben, ja, wo man sagt, oh Gott, mir fällt doch nichts ein, was ich auf der Gitarre machen kann und so weiter. Und ich habe keine Ahnung. Und wenn ich dann jemandem sage, komm, spiel mal was mit mir zusammen und so weiter, da kommt oft sehr wenig, weil diese eigene Vorstellung von sich selber vielleicht auch ein bisschen verkümmert ist. Na, man muss sich wirklich mental selber vorstellen, was man spielt. Und Musik beginnt im Kopf. Das sind so diese schlauen Sprüche, die ich auch nicht mehr hören kann. Ja? Aber es ist wirklich so. Ja? Wenn ich so in der U-Bahn sitze oder im Auto oder ja, du da-da-da-da-da, ja, du gebiedel, du da-da-da, du da-da-da-da, ja, dann bin ich schon in der Musik drin und bin natürlich losgelöst von irgendwelchen motorischen Notlagen, dass ich die Saiten nicht treffe oder irgendwelche Leitern mir nicht einfallen, sondern bin erstmal nur im Timing. Und muss mich natürlich dann mit mir selber abfinden, ne, wie ich dieses Timing erledige. Ja. Und es geht bei allen Sachen, die ihr macht, ja, ob es jetzt auch eine reine Rhythmusgitarre ist, da ist ja noch relativ einfach. Wenn ich jetzt einen Riff habe, das ist natürlich so, dass mir dann die rechte Hand die Achtel ja vorgibt. Ja? Und trotzdem, habt ihr gehört, geht es um die Betonung innerhalb dieses Rasters. Ja? Mir kommt es immer so vor wie so ein Rechenkästchen Papier, was ich dann in so Vierer- oder Achterblöcke unterteile. Und was man wirklich ganz gut trainieren kann, ist, wo die Betonungen liegen. Also 1, 2, 3, 1, 2, also oftmals redet man ja auch von sogenannten Dreierüberlagerungen. Ja, dass man ja, und das bringt schon manche Leute komplett raus. Die spielen dann zum Beispiel und landen dann in so einem Dreier und sagen, ja, warte mal, warum denn? Oder wenn ich so eine Dreierfigur habe, ja. Man sieht es ja nur an meinem Oberkörper,
wohin ich eigentlich will. Ja, dieses ja? Und die Übung ist es wirklich, also gerade wenn man beginnt, sich mit Gitarrespielen auseinanderzusetzen, weil man ja auch vielleicht gar keine Vorbildung hat, noch nie was von Vierteln oder Achteln gehört hat. Die Herausforderung ist es wirklich, innerhalb dieses Kopfnickens, ja, diese Betonung zu spüren. Ja. Zum Beispiel. Ja. Ja. Und darin steckt die Musik, die Akzente, das, was man zum Überleben braucht. Ja? Oder auch wenn ich Offbeats spiele, also. Ja, fällt auch vielen total schwer. Ja? Und man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass es auch Betonungen gibt, die sozusagen auf den Nacken laufen. Ja? Und ich versuche das dann immer so zu erklären, dass man wenigstens erstmal die Noten auf dem Fuß findet und dann auf dem Nacken auch. Ne? Also praktisch auf dem Fuß in die Viertel. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und. Ja? Und viele fangen dann auch an zu zählen. Komm, spiel doch mal auf die 4 und. Ja? Erklär mal einem Anfänger, spiel mal auf die 4 und. Ja? Ich meine, AC/DC ist die 4 und Band. Das gibt's überhaupt nicht. Ja, und das ist so schwer, wenn man das nicht fühlt, fängt man an, die 4 und zu schätzen. Ich habe das schon erlebt, dass Leute in der Band diese 4 und schätzen, dass die dann gucken, wo ist es, und dann versuchen, diese 4 und zu erwischen. Und das ist auch vielleicht manchmal eine Talentsache. Ja, dem einen fällt es leichter, dem anderen schwerer. Ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, ging es eigentlich um solche Schlagmuster, ja, auf der Nylon-Gitarre. So. Und für mich war sofort klar, dass ich diesen Rhythmus in diesen Schlagmustern durchgehend erledige. Es war für mich einfach motorisch einfacher. Ja, so, ich habe aber auch viele gesehen im Gitarrenkurs in der Oberstufe, ja, hallo Lieblingslehrer, die den Rhythmus völlig anders versucht haben darzustellen. Zum Beispiel so. Ja, und nicht so diesen Rhythmus haben laufen lassen mit der rechten Hand. Und gerade diese Schlagmuster sind ja ein perfektes Raster, wo man dann auch diese Uns, weil sie eben auch nach oben gespielt werden, auch sich richtig anschauen kann. Ihr könnt richtig sehen, wo sind die 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Ja, also ein. Ja, und in dieser Aufwärtsbewegung steckt natürlich auch diese 4 und von AC/DC. Ne? Also 1, 2, 3, 4. Und die Schwierigkeit liegt halt darin, dass man das auch ohne diese 8 oder 7 Schläge vor der 4 und erledigt, sondern eben, dass die Hand gewissermaßen im Rhythmus läuft und mir so das Metronom gibt, was ich selber brauche, und dann im richtigen Moment die Saiten berührt. Ja? Schönes Beispiel ist auch zum Beispiel. Allein dieser Anfang. Ja. Ja, viele spielen. Ja, und in dem Moment, wo ich natürlich dieses 16-Muster verlasse, lande ich in der Hölle, ja, weil nichts passt mehr. Ich verschiebe alles und alles klingt zerstört. Ja. Und
Es ist wirklich, wirklich wichtig, dass man dieses Timing und diesen eigenen Groove, ja, dass man den wirklich als Heiligstes betrachtet, was es überhaupt gibt. Ja. Und das ist natürlich bei der Rhythmusgitarre noch ein bisschen einfacher als bei der Solo-Gitarre. Ja, Solo-Gitarre, ich spiele Solo-Gitarre. Weil man natürlich, wenn man Licks spielt oder Melodien spielt oder irgendwelche Übungen macht auf der Gitarre, ist man natürlich in der Regel langsamer, als man will. Ja? Also zum Beispiel so ein Lick wie... ja? Wenn ich das im Timing spielen möchte, ja? Wär's? Ja? Und ihr merkt, das Lick hat natürlich 1, 2, 3, 4, 5. 5 Töne, ja? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und erstmal neigt man natürlich dazu und spielt den ersten Ton auf die 1, ist ja auch ganz klar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und dann muss man sich daheim ins stille Kämmerlein setzen, wirklich, und das dauert und muss die Noten abzählen, ja, für sich selber klar machen, also zum Beispiel, aha, da habe ich schon wieder einen erwischt, ne, da geht's auf den Akzent, ja, und das ist gar nicht so einfach, auf einen Pull-Off wirklich einen Akzent zu fühlen, ja. Und ich selbst häng dann oft daheim, irgendwann nachts um 1:30 auf der Couch und habe irgendwelche Kombinationen, die mir Mühe bereiten und versuche dann, das Timing nicht zu verlieren und versuche, den Akzent zu finden in irgendwelchen Licks, die mich begeistern. Ja? Und darin steckt die Challenge, dass man sein eigenes Timing auf die Licks... Ja, das Fiese an diesem Lick zum Beispiel ist, dass die Betonung wandert. Die Betonung wandert immer eine Note weiter, ja, weil ich habe ja 5 Noten in einem Achtermuster. Ja. Einmal bin ich hier, dann geht's weiter. Dann bin ich hier, ja. Bei der nächsten Betonung bin ich da oben. Da, ne, nochmal. Horror. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich glaube, ich habe das Lick von All Along the Watchtower. Ja? Und das ist natürlich die Challenge, ne? Dass man sich so solo wie All Along the Watchtower wirklich mal vorknöpft, ja? Und sagt, ich will jetzt wissen, wie das geht. Ja? Und dann fängt man an und unterteilt die einzelnen Töne in das Raster und verzweifelt. Weil die Finger wollen woanders hin als der Kopf und der Kopf will woanders hin als die Finger. Je nach Talent, ne? Natürlich, klar, es gibt Jungs und Mädels, denen fällt das sehr, sehr einfach. Mir fällt es mittelschwer, sage ich mal. Ja, ich bin da irgendwie so normaler Durchschnitt. Und vieles ist Arbeit und vieles ist dann auch einfach die Gewohnheit, sich an diesen Puls, den man natürlich auch beliebig verlangsamen kann. Ja, also gerade wenn ich jetzt hier... Ja, kann ich natürlich beliebig verlangsamen, ja, und insofern auch fühlen, wie ich das brauche. Ja, und es ist echt krass. Also es ist... auf mich wirkt auch nichts so verstörend verstörend, wie ein Gitarrensolo ohne Timing. Ne? Also wenn ich jetzt mal irgendwie spiele... Furchtbar, nicht auszuhalten. Ja? Und wie geil ist es dann im Umkehrschluss, wenn ich einfach wenige Noten spiele, und die sitzen irgendwie an der richtigen Stelle.
Ja, und das ist wirklich, wirklich das Allerwichtigste, ja. Ich meine, schreibt mal das Video, wie ihr das angeht. Also interessiert mich wirklich mal, weil es wirklich ein unfassbar großes Thema ist und man kann das eigentlich in einer Folge auch gar nicht abarbeiten. Aber ich habe mir das irgendwie auch ein bisschen aufgehoben und ein bisschen so vor mir hergeschoben, Thema Timing, weil ich auch erstmal auf diese ganze Navigation und Geometrie so ein bisschen eingehen wollte, auf Harmonie und ein bisschen Leiter und so weiter. Aber im Grunde ist das Wichtigste, das kommt noch vor Navigation, das kommt noch vor allem, ist wirklich das Timing. Ja, und ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Schaut mal vorbei. Wir sind natürlich auch bei Instagram unterwegs, bei Facebook. Der Werbeteil muss immer sein. Die Videos sind für euch. Und es gibt noch ganz, ganz viele Spielwiese-Videos. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren. Wir brauchen noch ein paar Abonnenten, habe ich gehört. Wir wollen die 100.000 noch voll machen und mit euch eine fette Party feiern. Und immer schön Timing üben.